Sorge dafür, dass du in den nächsten Minuten nicht gestört wirst. Suche dir einen bequemen Platz, lege oder setze dich hin. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und aus. Lasse deinen Atem nun ganz natürlich fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten dennoch Gedanken aufkommen, ist das völlig in Ordnung. Lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte einfach nicht an ihnen fest. Erlaube dir bei jeder Ausatmung, alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Lasse nun zu, dass Bilder und Erinnerungen an die Person auftauchen, der du nie vergeben hast. Vielleicht hat dich jemand verletzt oder weggestoßen, den du liebst. Lasse den Schmerz zu. Stelle dir die Person, der du verzeihen möchtest, vor. Ihr steht euch genau gegenüber. Öffne dein Herz und wiederhole in Gedanken oder auch laut, wenn du magst, folgende Worte. Ich vergebe dir für alle Fehler, die du gemacht hast. Und für alle Leiden, die du verursacht hast. Ich vergebe dir für all den Schmerz, den du mir bereitet hast. Absichtlich und unabsichtlich. Es ist Zeit, weiterzugehen. Ich vergebe dir. Mögest du glücklich und voller Freude sein. Ich schließe dich wieder in mein Herz ein. Öffne dein Herz weiter. Umarme nun die Person dir gegenüber und übermittle ihr deine Liebe. Spüre in dich hinein. Spüre all deine Gefühle. Bewerte sie nicht. Lasse sie einfach alle zu. Atme noch ein paar Mal tief ein und aus und bleibe noch eine Weile mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Herzen. Bewege nun deine Füße und deine Hände, strecke dich, wenn du magst, komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung. Und kehre dann in deinen Alltag zurück.